Am 5. Oktober war eine vielen bekannte Autorin, Krimi-Autorin im Stadtcafé Zwieb eingeladen. Helga Wenzel. Sie wurde 1957 in Ried im Innkreis Oberösterreich geboren. Sie ist verheiratet und arbeitete bis 2015 als Bankangestellte in Linz. Seit 2008 ist sie Obfrau des Vereins QW, Verein zur Förderung Kunstschaffender in Oberösterreich. Sie organisiert Lesungen und gestaltet das Literaturmagazin Wortblick. Heute stellt Helga Wenzel ihren neuesten Roman vor, Ein tödliches Geheimnis. Was ist da das Besondere? Ich habe mich inspirieren lassen von einer wahren Geschichte. Die wahre Geschichte wird am Ende des Buches im Nachwort erklärt. Und ich bitte, das heißt Nachwort und nicht Vorwort. Und jeder, der das Buch liest, bitte unbedingt erst im Nachwort diese Geschichte lesen. Denn wenn man sie vorher lesen würde, dann würde man sich sehr viel Spannung nehmen. Mittlerweile habe ich 6 Romane geschrieben, 6 Kriminalromane und der nächste ist in Arbeit. Wut kann ein Gesicht entstellen. Florian starrte in die Fratze des Mannes, der die Waffe auf ihn richtete, und erschrak. Es war etwas Stärkeres als Zorn, was das Antlitz seines Gegenübers verunstaltete, nämlich abgrundtiefer Hass. »Es war nicht meine Schuld«, stammelte Florian, ohne zu glauben, dass seine Worte etwas bewirkten. »Du hättest schweigen sollen«, flüsterte der Mann. Florian nickte. Es wäre besser gewesen, alles für sich zu behalten. Wie ein brodelnder Vulkan hatte die Wahrheit in ihm geschlummert, bis er es nicht mehr geschafft hatte, sie zu bändigen. Sie musste aus ihm herausbrechen. Er hatte sie nicht mehr für sich behalten können. Sie war stärker gewesen als er. Nun musste er für seine Schwäche bezahlen. Frau Wenzel, warum gerade Kriminalromane? Ja, weil Kriminalromane spannend sind, interessant sind und weil man in Kriminalromanen auch sehr viele Geschichten hinterlegen kann. Also man kann über Persönliches schreiben und man kann über die Abgründe der Menschen schreiben. Und ja, Kriminalroman ist einfach das Metier, was einfach am interessantesten ist, meiner Meinung nach. Sind das Geschichten, die definitiv erfunden sind, oder gibt es da eine Wahrheit da drin? Sind alle fiktiv und auch die Personen sind erfunden, aber natürlich lässt man sich von wirklich lebenden Personen schon ein bisschen inspirieren. Aber es ist sicherlich nicht autobiografisch, also das nicht. 20 Minuten später betrat Buchner das Vernehmungszimmer. Vor ihm saß ein drahtiger Kerl mittlerer Größe, mit verfilztem Vollbart und listigen kleinen Augen. Er wirkte um ein Vielfaches älter als 40, wie in der Akte angegeben. Die tief ins Gesicht eingekerbten Falten verrieten einen harten Lebenskampf, den er zweifelsohne größtenteils selbst verschuldet hatte. Mehrmals wegen Einbruch und Diebstahls inhaftiert, war er der Polizei auch als Trunkenbold und Randalierer bestens bekannt. Buchner bot Babel Kaffee und Zigaretten an, was dieser überrascht annahm. Begehrlich umklammerte er den warmen Becher und führte ihn zittrig zum Mund. Der Alkoholentzug schien ihm alle Kräfte zu rauben. Gierig saugte er an seiner Zigarette. Buchner hatte mit dem Mann noch nie zu tun gehabt, war jedoch über seine mangelnde Gesprächsbereitschaft informiert. Außerdem hatte Waselmeier erklärt, dass Babel die Aussage rasch verweigerte. Also hatte Buchner sich entschlossen, eine kleine List anzuwenden. Vielleicht konnte es ihm dadurch gelingen, Babels Vertrauen zu gewinnen. Wir haben wieder alle gemeinsam eine spannende, interessante Lesung erlebt. Und ich darf Sie zur nächsten Lesung in diesem Jahr, auch der letzten Lesung in diesem Jahr, einladen. Es liest der Engelbert Lasinger. Das ist der moderne Mundart unter dem Thema Es weihnachtelt sehr, wird er uns spannende Gedichte und Kurzgeschichten vorlesen. Und Herbert Zwieb wird wie immer
die ganzen Besucher einladen zu einem heißen Punsch und seinen berühmten Keksen und freuen wir uns auf den 4. Dezember hier im Kulturcafé Zwiep.